Wir haben hier den Beifuß. Den von Hand rauszuziehen ist natürlich enorm schwierig. Man reißt dann höchstens die Pflanze kaputt. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, mit der Maschine hier vom Lohnannehmer, die nach dem Prinzip des Rasenmähers arbeitet, also ein Sichelmäher, 9 Meter breite Maschine, kommt aus England, den Beifuß abzumähen. Wir haben jetzt ein bisschen tiefer gestellt und das kann natürlich sein, dass wir dann dadurch von den Rüben natürlich auch noch mal so 2-3 cm mit abmähen. Aber ich denke mal, die Rübe, die kann das kompensieren und wächst wieder zurecht. Ja, ich bin Jan vom Lohnunternehmen Bauch. Heutige Aufgabe besteht darin, Beikraut, was über dem Rübenbestand, wie man hier sieht, wächst oder gewachsen ist, Teil haben wir schon gemacht, mechanisch zu beseitigen. Dazu verwenden wir den Weed Surfer von der Firma CTM aus England. Das Gerät hat eine Nennweite von 9,20 Meter. Effektiv bearbeiten wir 8,50 Meter. Wir haben hier unter 14 Rotoren mit Winkelmessern, die von oben her angetrieben sind. Ja, 8,50 Meter hört sich erstmal ein bisschen unpassig an, aber wir fahren eine Überlappung links und rechts im Gerät, so dass wir letzten Endes auch auf 18 reinkommen. Wobei das aber in den Beständen aufgrund der Spur von 2 Meter mit 270er Rädern nicht so die Rolle spielt, zumal man ja auch in Bestände fährt, die sechsreihig gedrillt sind oder teilweise noch achtreihig, neunreihig, was wir selber machen für unseren Rübenroder, da wir auch neunreihig roden. Und ansonsten 12, 18 oder 24reihig. Irgendwo findet man immer einen Weg zwischen den Rüben rein. Sollten ja in der Regel auch auf 50 cm oder halt durch Umstecken der Räder können wir auch in 45 cm Reihenweite fahren mit 1,80er Spur. Ansonsten, ja, das Aufgabenfeld des Weed Surfers ist jetzt nicht unbedingt nur auf Rübe begrenzt. Also wir haben letztes Jahr auch schon im Karottenanbau Melde beseitigt und im Soja bzw. in Ackerbohnen. Dieses Jahr waren wir schon im Einsatz in Biomais. Also jetzt nicht für Biogasanlagen, sondern biomäßig angebauten Mais. Passt auch mit 2 Meter Spur, nimmt man 3 rein unterm Schlepper und fährt dann halt über dem Maisbestand weg und mäht auch dort ja, die Beikräuter raus oder halt umgangssprachlich das Unkraut. Ja, ansonsten zum Straßentransport das Gerät in Längsfahreinrichtung. Dort vorne wird die Deichsel noch angeflanscht. Die vorderen Stützräder jetzt, die werden dann hochgeklappt. Die Transporträder runtergeklappt, abgekuppelt. Zapfwelle oder Gelenkwelle kann am Schlepper verbleiben. Hier rein mittig unterm Schlepper bei 2 Meter Spur und dann wird das Gerät über die Front-E-Hayer bzw. Lagehydraulik dicht über den Bestand geführt. Also wichtig ist schon, dass man die Beikräuter zumindest so stark im Wachstum hindert, dass das Aussamen verhindert wird, um halt auch für die nächsten Jahre Folgeschäden zu vermeiden und halt den Bestand auch sauber zu halten. Ja, was mäht man sonst noch alles aus den Rüben zum Beispiel? Also teilweise haben wir auch Kunden, die mit Wildrüben zu tun haben oder großflächiger Schosser. Was mähe ich wo raus oder worüber mähe ich was ab?
ja, wie gesagt, also zwischen 2 Hektar bis 5, von mir aus auch 6 Hektar in der Stunde sind möglich. Bei starkem Aufwuchs des Beikrauts 1,5-2 km/h bis hin zu 6-7-8 km/h ist alles möglich. Was natürlich auch immer wichtig ist, dass der Kunde zumindest beim ersten Mal reinfahren auch vor Ort ist, damit er die Arbeit für sich selbst beurteilen kann und sagen kann, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja, letzten Endes, also die Tastradstellung richtet sich eigentlich immer nach der höchsten Pflanze im Bestand. Zum Straßentransport das Gerät in Längsfahreinrichtung. Dort vorne wird die Deichsel noch angeflanscht. Die vorderen Stützräder jetzt, die werden dann hochgeklappt. Die Transporträder runtergeklappt, abgekuppelt. Zapfwelle oder Gelenkwelle kann am Schlepper verbleiben. So ist der Umbau irgendwo in 5 bis maximal 10 Minuten zu bewältigen. Runtergefallen. Die fällt immer zu runter. Bernd, du brauchst besseres Equipment.